Damit deine Trompete gut funktioniert, ist es wichtig, dass du sie regelmäßig pflegst. Dafür brauchst du Ventilöl, Zugfett und mit der Mundstückbürste kannst du ab und zu dein Mundstück durchbürsten. Deine Ventile brauchen immer mal wieder etwas Öl, damit sie sich gut bewegen lassen. Um ein Ventil zu ölen, schraubst du es auf Dann kannst du es herausziehen und hier ein bisschen Öl drauf geben. Nur einen Tropfen oder so. Jetzt kannst du es auch mehrmals hin und her bewegen, damit sich das Öl gut verteilt. Wenn du es wieder einsetzt, achte auf folgende Dinge. Hier steht eine kleine Zahl. Bei mir ist das jetzt die 1, denn es ist das erste Ventil. Achte darauf, dass dich diese Zahl anguckt, wenn du das Ventil wieder einsetzt. Das kannst du auch gerne zusammen mit deinen Eltern machen. Dann schraubst du es hier wieder zu. Und jetzt ist noch wichtig, dass du auch hier oben einmal noch drehst, bis es Klack macht. Jetzt kannst du es ganz normal bewegen. Und wenn du durchpustest, sollte alles ganz normal klappen. Wenn man das Ventil falsch eingesetzt hat, kann es passieren, dass keine Luft mehr durch die Trompete geht. Das ist nicht schlimm. In so einem Fall kannst du mich gerne im Unterricht nochmal um Hilfe fragen oder auch deine Eltern fragen, ob sie dir dabei helfen. Das kriegen wir auf jeden Fall wieder hin, sodass sich alle Ventile immer gut bewegen lassen und die Luft auch durch die Trompete wandert. Wenn du das mit allen drei Ventilen regelmäßig machst, dann kannst du sie immer gut bewegen und schön auf der Trompete spielen. Deine Züge brauchen auch ab und zu Fett. Du hast zum Beispiel einen Hauptstimmzug, meiner ist hier, und du hast Züge für die einzelnen Ventile. Es ist ganz wichtig, dass du einen Zug immer komplett rausziehen kannst und wieder einsetzen kannst. Denn über die Züge können wir die Trompete stimmen und auf das Kondenswasser ablassen. Achte deshalb darauf, dass sich alle Züge immer gut bewegen lassen. Um einen Zug zu fetten, nimmst du einfach ein bisschen von dem Zugfett auf deinen Finger und cremst damit deinen Zug ein. Hier und hier. Dann kannst du den Zug mehrmals rein und raus bewegen, bis sich das Fett gut verteilt hat. Und dann ist alles wieder in Ordnung. Wenn du einen Zug fetten möchtest, der zu einem der drei Ventile gehört, zum Beispiel gehört dieser Zug ja zu deinem ersten Ventil, dann achte darauf, dass du immer das Ventil herunterdrückst und erst dann einen Zug herausnimmst. Und auch wenn du den Zug wieder einsetzen möchtest, drück das Ventil bitte erst herunter, denn sonst entsteht ein Unterdruck und das wäre nicht ganz so gut. So kannst du auch alle deine Züge immer gepflegt halten und dafür sorgen, dass sie gut eingefettet sind. Als letztes zeige ich dir noch, wo du das Kondenswasser ablassen kannst. Bei der Trompete ist das ganz einfach. Meistens lassen wir das Kondenswasser über unsere Wasserklappe ab. Meine sieht ein bisschen anders aus als deine. Das ist dieser Knopf hier. Wenn ich den drücke und dann etwas Luft durchpuste, dann kann ich da das Kondenswasser ablassen. Am besten, du lässt das Kondenswasser auf etwas Zeitung oder ein Handtuch tropfen. Diese Pflege solltest du regelmäßig durchführen, damit immer alles in einem guten Zustand bleibt und du viel Freude beim Trompetespielen haben kannst.